So einfach ist das. Das sieht nicht gut aus. Ja! Ein Berg von Leichen, wo kommen die her? Das ist eklig. Sehr besorgniserregend. Na gut, wenn da ein paar Ninjas vorher waren, dann könnte ich mir vorstellen, woher das kommt. Ja, apropos. Schön, dass ihr euch gleich wieder zu Wort meldet. Alter! Komm her jetzt. Na gut, wozu habe ich meinen Sidestep? Eisenschlüssel. Mhm. Ey, das ist ja... Gibt's ins Gesicht jetzt hier? Jawoll! Und der hat schön nicht getroffen hier mit seinem Shuriken oder was er mal geworfen hat. Nix mit Blocken hier. Na, vielleicht doch. Gut. Na, war klar, dass das noch nicht war. Gut. Genug mit Flickflack hier. Be a man! Wir haben anscheinend sonst nix. Alles klar. Aber schon mal ein sprichwörtliches Key-Item mitgenommen, den Eisenschlüssel. Ah, Hallöchen. Habe ich geblockt, aber es scheint irgendwie einen Move zu geben, der unblockable ist. Lass mal sehen, ob du irgendwas droppst. Nope. Weiter geht's. Ich hasse Ninjas! Zumindest hier in dem Game. Ja, außer Lin. Lin ist da die Ausnahme, aber die Kollegen hier, die gehen einem echt auf der Ömmel. Kudenai, hallo! Mit dem Ninja zu schmusen ist keine gute Idee, der hat keine guten Absichten. Ja genau, einfach mal zwischen uns durch, das ist eine sehr, sehr gute Entscheidung. Mein Gott, Kudenai, ganz ehrlich. Ah, Platz hier ein bisschen. Ah, da ist noch ein Item. Ey, ich block halt, ne? So, hier, Special. Phoenix Slash. Boy. Hm. Yeah. Hab ich auch nötig gehabt jetzt. Noch ein Eisenschlüssel. Hm. Interessant. Frage ist nur, wozu wir zwei brauchen. Hm. Egal. Fakt ist, wir sind fast wieder down und ich hoffe mal, dass ebenfalls ein Fakt ist, dass wir hier irgendwo noch einen Herb haben. Ansonsten wird's eng. Oder haben wir... Haben wir irgendwas? Oh! Oh! Wir haben ein neues Schwert. Ah, Monohoshizao. Wegen seiner Länge Fahnenstange genannt, als Kushido Sasakis Schwert bekannt, Schärfe durchschnittlich. Okay, was haben wir dann hier? Ein ruhmreiches Schwert, jedoch durch jahrelange starke Nutzung abgestumpft, Schärfe stumpf. Ja, dann. Würde ich gerne equippen. Wie geht denn das? Geht nicht, oder was? Ist nur zur Deko da, oder wie? The fuck? Okay, Moment. Viereck? Nein. Dreieck? Nein. Mit Kreis kommen wir zurück. Mit X können wir es inspizieren. L1, R1. Start. Select. L3, R3. L1, L2. R1, R2. Nix. Geht nicht. Wieso kann ich das nicht auswählen? Game, please? Senpai, notice me? Ein eiserner Schlüssel. Es gibt zwei davon. Ja, habe ich ja mittlerweile. Schauen wir mal ins Handbuch rein. Das gibt's doch gar nicht. Ich muss doch wohl die Dinger auswählen können. Das funktioniert auch nicht. Das ist doch scheiße. Hier? Ausrüsten? Ach, so geht das. Ja, ich fühle mich doof. Aber warum kann man das nicht einfach hier... Naja. Okay, ausrüsten können wir uns damit nicht, weil ich komme hier nicht nach unten. Alles klar. Hier ist der Beweis übrigens, warum es eine gute Idee ist, dass man HP regeneriert über die Zeit. Hier ist der perfekte Beweis, damit sowas hier nicht passiert.
aufpassen, falls einer von denen irgendwas wirft. Und wenn es nur Welpen sind. Okay, den haben wir schon mal. Der steht nochmal auf. Ja. 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 Nice. Ah, schönes Zimmer hier, ist nicht schlecht. Gefällt mir. Würde ich ein Like auf Facebook geben. What the fuck, jetzt sind wir hier wieder, oder was? So, mal kurz hier ein Video ausgecheckt und dann weiß man auch, wo man hin muss. Und zwar... Ich finde das übrigens sehr cool hier. Es ist, wie gesagt, so ein bisschen Resident Evil-mäßig oder auch Silent Hill-mäßig teilweise mit diesen voreingestellten Kameraperspektiven, eher Resident Evil, und natürlich mit den vorgerenderten Backgrounds, die einfach dadurch realistisch aussehen. Ich finde das super. Und zwar kann man hier runter und da haben wir eventuell... Wir haben ein kleines Hindernis, aber eventuell haben wir da Herbs. Oder ein Herb. Und das ist schon mal geil. Geil. Nice. Okay, der wirft was. Easy. Easy, easy. I'm so easy. Herb. Herb, 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 herb. Salbe. Ist Salbe auch gut? Ich hoffe, Salbe ist auch gut. Muss mal sehen. Benutzen. Salbe. Yes. Salbe ist auch gut. Sehr gut. Alles Klärchen, Bärchen. We are back in the zone. Hier sind wir sicher. Gib mir die Schlüssel, ich gehe dann vor. Wieso? Wieso? Hast du gesehen, was hier alles rumflickflackt? Lady, ich hab gesagt, dicht bei mir bleiben. Warum gibst du ihr dann die Schlüssel? Ja, bitteschön. Habe ich nicht gesagt. Ja. Ich hab's dir gesagt, Junge. Oder dich gefragt in dem Fall. Na gut. Die Pflicht ruft, sprichwörtlich. Wurde soeben umgetauft. Und tschüss. Oder auch noch nicht. Jawoll. Ja, hier lang. Schon dabei. Ah, Endboss-Time wahrscheinlich. Oder Zwischenboss. Kapitelboss. Eins davon. Wie weit ist die Kollegin denn gerannt? Ah, da ist noch was hier rechts. Jutesäcke sind unsere... Suck it. Unsere Freunde auf jeden Fall in diesem Game. Yes. Alles. Ah, war klar, dass der noch lebt. Ja, ja, ja. Unnötig Schaden genommen hier. Komm. Ja. Sei jetzt hier. Herb. Herb Time. Herb.com. Ah, nice. Auch nice. Kann man das direkt mal ausrüsten? Das wäre. Von Vorteil. Jawohl. Ich denke mal, dass wir das automatisch auch benutzen, kurz bevor wir draufgehen würden. Hoffe ich zumindest mal stark. Aber wir können es ja auch manuell einsetzen. Das ist ja kein Problem. Wir haben ja Übersicht. So, manuell war das übrigens. Bin ich fast wieder gewillt, das Ganze nochmal neu zu starten. So viel Schaden, wie ich gerade hier genommen habe. Ich hab ja geblockt, aber ich weiß noch nicht, wie ich jetzt übrigens auf den links wechseln kann. Weil er war ja auf den vor ihm fokussiert und ich wollte auf den links wechseln, weil ich dachte, der greift zuerst an, aber wie das funktioniert, keine Ahnung. Egal, wir sehen uns wieder an dem Punkt. So, liebe Freunde, ich bin jetzt hier in einem Rutsch, ich glaube, das hat gerade mal 5 Minuten oder so gedauert, hier durchgepaced und wie ihr sehen könnt, habe ich kaum Schaden genommen. Ja, das ist wieder mal der Beweis, ne, wenn man nicht redet, oder wenn man redet, das heißt in Let's Plays ist man automatisch schlechter, genau, weil jetzt habe ich wieder Schaden genommen, wenn man redet, ist man automatisch schlechter. Das ist so meine Hauptausrede, aber hier ist der Beweis. Ich hab's zwar nicht auf Kamera, aber ihr seht's ja am HP-Balken, dass da nicht viel passiert ist. Na, kommt her jetzt, Jungs. Holt euch die Abreibung ab. Hab genug für euch alle. Schön synchron allerdings. Ah, fuck. Ah, fuck.
Ja, wenn sie anfangen zu blocken, haben wir sie eigentlich. Genau. Und wir können übrigens das Schwert draußen lassen und können trotzdem hier die Sachen aufsammeln, was ganz cool ist. Gut. Genau, das kennen wir ja. Pflicht ruft. Let's go. Also Moment, wir sollten eventuell, das halte ich für eine ganz clevere Idee, ausrüsten das hier. Yes. Gut. Ah, reden wir nicht drüber. Egal, ich habe ja gesaved. Und direkt vor dem Tempel, das heißt, das haben wir noch als Vorteil. Guck mal, jetzt will ich, dass Kotaro wechselt. Das Ziel auf den links, aber er macht's halt irgendwie nicht. Vielleicht gibt's einen Button dafür, ich weiß nicht. Ah gut, er blockt das sowieso automatisch eigentlich. Also er geht ja automatisch in die Richtung dann. So, Pflicht ruft wieder. Jo. Wie auf Knopfdruck. Jawoll. Yes. Oh, lebt noch. Okay. Lässt sich ändern. So, hier haben wir noch eine Salbe. Genau. Und jetzt nicht direkt wie ein bekloppter Kreis drücken übrigens. Ist eine Idee. Ausrüsten. Salbe. Ja. Eins, zwei. Drei. Gut. Bevor der seinen Unblockable da wieder einsetzt. Weiß ich zwar nicht, aber okay. Haben wir das gleich geregelt mit den beiden. Oh, ein Save Point. Okay. Sieht nach Endboss aus, ne? Viel Platz da vorne, wenig los. Ach, guck mal, da unten sehen wir sogar, wie viele Gegner wir erledigt haben. Hm. Achtung, aufpassen. Und ich glaube, genau, wir müssen nicht nochmal Kreis drücken, alles klar. Ja, Zwischenboss mit Sicherheit. Kapitelboss, je nachdem, wie man es nennen möchte. Das ist nicht gut. Ja, okay. El Gigante? Oder wie? Hm. Ihr seid der Priester. Na, was für eine Überraschung, Kotaro. Stimmt's? Was ist mit euch passiert? Was macht ihr mit dem Mädchen? Na, sie ist ein nettes Geschenk für Lord Toyo. Toyo, was hat er damit zu tun? Zeitverschwendung, dir das zu erläutern. Du wirst eh gleich sterben. Was? Ich will meine neuen Kräfte unbedingt testen. Ich bin Priester. Dort ist der Friedhof perfekter Ort zum Sterben. Okay. Ich weiß nicht, wer du bist, aber ins Grab beißen wird, das bist du. Genau, da machen wir das Begräbnis bereit hier für den guten Herrn Muga, glaube ich, hieß er.